Hallo, hallo Freunde chinesischer Smartwatch-Kunst. Ich hatte angekündigt im letzten Video, dass ich jetzt von den Smartwatches, das muss man ja nicht gerade machen, damit ihr euch versteht, jetzt keine Unboxings und Reviews mehr getrennt mache. Aber das gilt wirklich nur für diese Standard-China-Technik mit der 2502 von MediaTek und der 240x240, blablabla. Also die gleichen Geräte vorzustellen, ist auch Blödsinn. Aber wenn jemand nur mal über ein bestimmtes Gerät, was für sich interessiert, was wissen will, dann mache ich dann auch natürlich ein Video. Es soll ja keiner zu kurz kommen. Aber bei besonderer Technik, bei besonderen Smartwatches, da mache ich natürlich eine Ausnahme. So, und das bedeutet im Speziellen, ihr seht schon in der Titelüberschrift, ich habe auch gerade den Namen vergessen der Uhr, das ist die Domino DM368. Das ist eine besondere Uhr. Von der wird es ein Unboxing geben, das machen wir jetzt. Und es wird dann einen Alltagstest geben und ein Review dazu. Ich habe sie hier schon in der Hand, ihr habt sie ja letztendlich im Thumbnail schon gesehen, im kleinen Vorschaubildchen. Ja, das ist die DM368. Und warum? Warum werde ich von der Uhr extra noch ein Review machen? Warum gibt es davon einen Alltagstest? Ganz einfach, weil die Technik einfach mal unglaublich ist. Ich weiß nicht, wie sie das alles in diese wirklich kompakte Uhr hineinbekommen. Wir gehen gleich die technischen Daten nochmal direkt am Tisch. Gehen wir sie nochmal durch, da werde ich euch mal alles richtig vorlesen. Ich sage nur so viel, sie kostet 84 Euro, ist ja gerade im Angebot. Okay, ich weiß nicht, was es dann in 6 Tagen kostet. Aber da ist ein vollwertiger SoC drin, mit Grafikeinheit und allem drum dran. Nämlich der, den wir aus vielen Smartphones schon kennen, der 6580. Ein bisschen niedriger getaktet, vermutlich wegen der Wärmeentwicklung. Dass sie sagen, okay, das kleine Gehäuse soll ja hier nicht den Arm grillen. Wir haben 16, lächerliche 16 GB Festspeicher in einer Smartwatch. Habe ich bisher noch nicht gehabt. Gut, ich habe auch nicht speziell danach gesucht, weil ich dachte, sowas wird es nicht geben. 1 GB Arbeitsspeicher. Das Display löst mit 400x400 Pixeln auf und ist was bei, ich muss jetzt nochmal nachschauen, ich glaube 1,39 Zoll, ja, runder Bildschirm. Und Android 5.1, also vermutlich dann auch mit Play Store und allen drum und dran und mit Google Account einloggen und alles runterladen. Also das ist wirklich der Hammer. Apps kann man dann vermutlich auch installieren. Inwiefern das dann Sinn macht, das muss man natürlich dann alles noch sehen. Kommt auch auf die Sensoren an, die da unterstützt werden. Aber also ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund von übertrieben viel Technik in einer Smartwatch, weil das Display nun mal mit 1,4 Zoll schwer zu bedienen ist, einfach wegen der Größe. Aber das musste ich mir einfach mal reinziehen. Zumal ja 84 Euro jetzt nicht die große, riesige Investition ist und die technischen Daten dafür aber einfach mal die eines Smartphones entsprechen, ja. So, das Display selber ist auch der Hammer. Ein AMOLED-Display mit 400x400 Pixel, das ist total krass. Das ist hochauflösend und irgendwo auch energiesparend. Ja, also, ihr wisst ja, wenn ein AMOLED-Display die Farbe schwarz darstellt, dann werden bloß die LEDs abgeschalten und verbrauchen dann keinen Strom mehr. Ein LCD-Display hat ja immer noch die Hintergrundbeleuchtung, die man ist. Ich werde die natürlich dann auch dann ab heute nach dem Unboxing jetzt hier meinen täglichen Gebrauch nehmen und ich bin mega gespannt, ob das Ganze Sinn macht und wie das Ganze funktioniert. Es ist auf jeden Fall der Hammer. Ich kann AnTuTu durchlaufen lassen auf einer Uhr. Zuletzt hatten wir die KW88, aber selbst die hatte nicht so krasse Specs gehabt. Gut, schauen wir uns jetzt mal das Gerät noch ein bisschen näher an, was man halt so im Unboxing jetzt alles so rauskriegen kann. Danach werde ich das komplett mit meinem Google-Account und meinen ganzen Standard-Apps alles einrichten und dann wird natürlich das Review folgen und ihr könnt gespannt sein, was, wie geil oder vielleicht aber auch irgendwo überflüssig das Ganze dann ist. Also, jetzt erstmal Unboxing, viel Spaß! So, der Lieferumfang ist ziemlich schnell beschrieben. Von links nach rechts das Ladekabel, dann die Bedienungsanleitung auch in Englisch und eine Displayschutzfolie. Wir haben einen 1,39 großen runden Screen, der mit 400x400 auflöst und ist, wie erwähnt, ein AMOLED-Display. Ein MTK6580 werkelt im Inneren, aber runtergetaktet auf 1 GHz pro Kern. Android 5.1, 1 GB Arbeitsspeicher, 16 GB Festspeicher, Bluetooth 4.0, eine Nano-SIM wird unterstützt. Wir haben einen Heartrate-Monitor, wir haben natürlich den Schrittzähler, wir haben Message Notification, okay, das haben sie nun wirklich alle. Wir haben GPS und Wi-Fi. Also im Prinzip alles, was wir ein Smartphone erwarten. Der Akku, der ist 400 mAh groß. Da würde ich sagen, 400 mAh für ein Smartwatch, boah, das ist in Ordnung. Aber ihr dürft nicht vergessen, das ist eine Mischung aus Smartwatch und Smartphone. Es ist ein Smartphone im Kleinen. Ob dann die 400 mAh reichen, das werden wir erst in einer Review rausbekommen. Aber 400 sind ja schon mal besser als 300, nicht wahr? Und die Uhr wiegt trotzdem 68 Gramm. Das ist nicht besonders viel. Ein bisschen mehr als der Durchschnitt, aber trotzdem passt das noch. Und 1,37 cm stark. Hier sehen wir es mal im Profil. Ich finde, für die technischen Daten geht das. Und hier mal ganz kurz demonstriert, wie das Ladegerät funktioniert. Also ein Ladegerät ist ja nicht dabei. Da könnt ihr einfach euren USB-Charger verwenden von einem Smartphone, Tablet oder von einer anderen Smartwatch. Das spielt keine Rolle, solange es 5 Volt liefert. Und dann
hier dieses magnetische Kabel. Ja. Und da sehen wir es. Es lädt. Warum? Weil die Batterie natürlich leer ist, beziehungsweise der Akku. Naja, klar, in den Heartrate-Monitor und hier eben drunter die Kontakte. Hier wieder ein vernünftiges Kabel, auch die Kabellänge diesmal mal vernünftig, sind nicht immer so 10 cm. Und auch die Kontakte, die Magnete sind recht stark. Zack, ihr seht, wie es sich selbst dann da dran haftet. Und ja, ist schon ganz gut gemacht. Okay, gut, hier das Silikonarmband ist aus Silikon und die Dornschließer ist aus Stahl. Soweit alles ganz vernünftig gemacht. Sicherlich ein Lederarmband ist, finde ich, immer ein bisschen bequemer. Aber für den Preis hier wahrscheinlich dann einfach nicht drin. Mal guckt euch das an, wie das ja schön poliert wurde. Ja, das ist wahrscheinlich ein Stahlgehäuse, auch ganz vernünftig gemacht. Ja, ein bisschen dicker. Hier die Löcher, ich vermute mal, das ist der Lautsprecher. Hier auf der linken Seite haben wir ein kleines Mikrofon. Eine mechanische Taste, sieht auch ganz gut aus. Hier in Rahmenfarbe gehalten. Und vorne haben wir dann hier so kleine Einteilungen. Ich denke mal, das ist nur für die Optik, wenn wir uns das hier anschauen. Auch alles aus Metall. Auf dem Display ist bereits eine Schutzfolie vorinstalliert. Eine weitere, haben wir ja vorhin gesehen, ist im Lieferumfang enthalten. Also hier ist das Display dann erstmal für eine längere Zeit geschützt. Also von der Optik und von der Verarbeitung kann man auch sagen, kriegt man hier echt ein vernünftiges Stück Technik. Silikonarmband hat gegenüber einem billigen Lederarmband auf jeden Fall den Vorteil, dass es sich nicht so schnell abnutzt, nicht so schnell verschleißt. Da haben wir langsam länger unseren Spaß dran. Und es fühlt sich auch erstmal recht weich an, nicht so steif. Das bedeutet, dass es keine tieferen Abdrücke dann auf dem Armgelenk hinterlassen sollte. Das habe ich auch schon gehabt. Das ist natürlich dann mal ein bisschen unangenehm in der Zeit, es zu tragen, aber das werden wir natürlich dann auch im Review dann näher feststellen. So, jetzt starten wir das gute Stück mal. Schauen wir uns noch das Display näher an. Oh, das ist aber eine schöne Startanimation. Da haben wir auch schon das AMOLED-Display, Auflösung 400x400 Pixel. Hier, wie gesagt, der eine mechanische Button, das ist der Home-Button, beziehungsweise das ist auch der Button, der die Uhr aktiviert und startet. Das läuft dann alles über den einen Knopf ab. Ja, hier auf der linken Seite mehr gar nichts. Wollen wir uns als erstes mal die Watchfaces anschauen? Ich denke mal schon. Langweilig, komisch, sehr dunkel. Das hier, ich finde es gut, bei so einer Uhr, mit so einer Auflösung, mit so einem schönen Display, wir sehen, es ist natürlich blickwinkelstabil, das ist bei AMOLED, so viel ich weiß, immer der Fall, da braucht man einfach ein Wallpaper, So, jetzt bin ich hier bei, aus dem Wallpapers raus, was haben wir hier noch, das sieht auch schick aus, sehen wir, da ist so ein Typ, der springt mit Skiern, wow. Das ist doch wunderbar, das ist doch fantastisch. Also, dass wir hier nur eine reichliche Auswahl an Watchfaces haben, ja, das ist auch geil. Meine Fresse. Ja, die Schriftart von der Uhrzeit, das gefällt mir doch sehr. Was haben wir hier? Ja, das ist ja sehr clever gemacht. Also, frag mich, wer das designt hat. Ihr könnt sehen, das ist schwarze Schrift auf einem sehr dunklen Grund. Ja, das macht wenig Sinn. Wow! The network is not available. Damit meint er natürlich entweder über die mobile Daten oder über das Wi-Fi-Netz. Und offensichtlich können wir hier nochmal zusätzlich Wallpaper oder Watchfaces aus dem Netz laden. Das ist fantastisch. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Da bin ich gespannt, was es noch so gibt. Wir müssen uns jetzt natürlich irgendwie für eins entscheiden. Ich nehme hier das Türmchen. Das finde ich recht attraktiv. Wenn wir hier nach rechts swipen, kommen wir in das Menü. Es ist offensichtlich... es ist Android 5.1, aber offensichtlich ist das die gleiche Oberfläche. Custom UI angepasst an eine Smartwatch, die wir auch schon von der KW88 kennen. So, Maps ist drauf, das ist doch herrlich. Hoffentlich sehr klein alles. Sehr klein. Dafür brauchen wir natürlich Internet, das wissen wir, Play Store. Herrlich, den brauchen wir auf jeden Fall. Voice Search, da können wir etwas suchen. Das ist eine Wetter-App. Das ist wahrscheinlich dann der Heartrate-Monitor und der Schrittzähler. Gucken wir mal weiter. Find Me, okay, das ist, wenn wir es mit dem Handy verbinden. Ein Dateimanager haben wir mit drauf. Da sehen wir auch den freien Speicher. Ja, und dann ist hier natürlich, wie man das auch vom Smartphone kennt, ein kleiner Explorer, Datei-Explorer. Ein Swipe zurück geht offensichtlich nicht. Also Home-Button betätigt, Remote-Control wahrscheinlich auch. Ein Soundrecorder ist sinnvoll, wir haben ja ein Mikrofon drin, da kann man auch mal so kleinere Sprachaufnahmen machen, einen Kalender. Aber offensichtlich wieder kein Kalender, wo man Einträge machen kann. Ja, das ist nur zum Anschauen und sich zum Orientieren. Browser, natürlich, brauchen wir. Wir haben ja Wi-Fi, wir haben ja mobile Daten, da können wir auch ein bisschen im Internet rumsurfen, ist jetzt natürlich gerade ein bisschen sinnlos, aber hier mal quasi die Tastatur eingeklappt. Aber ganz ehrlich, vergleicht mal mein Finger... Ja, mit der Größe einer einzelnen Taste, eines einzelnen Buchstabens, ja, da decke ich ungefähr ein Drittel der Tastatur ab.
Also wird mit Sicherheit sehr anspruchsvoll, die Tastatur zu bedienen. Sagen wir es mal so, Remote Capture, damit können wir dann wahrscheinlich die Kamera von Smartphone steuern. Settings, da können wir kurz reingucken. Messaging, ich denke mal, das ist für SMS, Phone mit dem Symbol von WhatsApp. Finde ich ein bisschen dreist. Ich glaube nicht, dass das hier Zufall ist, aber jetzt mal im Ernst. Das sieht doch 1:1 aus, wie das WhatsApp-Symbol. Kontext ist das Telefonbuch Quick SOS, finde ich ganz praktisch, kann man wahrscheinlich Nummern voreinstellen, die gewählt werden, wenn man da drauf drücken. Gucken wir nochmal kurz im Settings nach, ob wir das Ganze hier auch auf Deutsch einstellen können, wäre ja wünschenswert. Sound, Display, App, List Style, okay, da können wir hier ein bisschen round, ah, das ist bestimmt nervig. Wir lassen das erstmal so, wie es ist. Connect, Mobile, Assistance, Gesture, Power Saving, Language and Inputs. Englisch ist eingestellt, da ist Deutsch, das ist doch fantastisch. Und zurück. So, wo bin ich jetzt? Im Steve im Hauptmenü. Gerät zurücksetzen, deinstallieren von Anwendungen, was wir jetzt so brauchen. Hier können wir Quick SOS einstellen. Hier über das Telefon. Wow, drahtloses Upgrade. Da können wir offensichtlich OTA-Updates runterladen. Da bin ich mal gespannt, ob es da was gibt. Vielleicht sogar Android 6, aber das bezweifle ich an der Stelle ehrlich gesagt ein bisschen. Wir gucken, ob das. Ja, das geht immerhin. Ja, jetzt kommt der Lollipop. Da ist er. Und das kleine Spiel war doch hier eigentlich auch schon drauf gewesen, dieses Android-Spiel. Da kommt man doch immer mal gedrückt hält. Tatsache! Boing, boing, boing. Ich mag dieses Spiel nicht. Ich mag das nicht! Also wir sehen, es ist halt Android 5.1 mit allem drum und dran. Was ist eigentlich, wenn man die... Ah, hier haben wir die Notifications. Wie gesagt, das erinnert hier alles ziemlich stark an der KW88 von Kingware. Da war das ähnlich. 2% Akku, wenn wir hier von oben nach unten swipen, haben wir nochmal ein paar Daten, Datum. Ja, hier hat die SIM-Karte auf die eingelegt, dass wir mit Bluetooth verbunden sind, Uhrzeit und natürlich der Akkuladezustand. Das ist auch cool. Ja, wenn wir nach oben swipen, haben wir dann die Wetter-App. Hier ist keine Wetterinfos, klar, wir haben kein Internet. Außerdem habe ich das auch noch nicht eingerichtet. Da muss man auch die Stadt dann einstellen. Hier steht auch noch mal, dass er kein Internet hat. Also, was können wir sagen? Wir können eigentlich sagen, dass es im Großen und Ganzen halt ein Smartphone in klein ist, aber eigentlich auch mit vergleichsweise echt guten Daten. Ja. 16 GB Festspeicher, das ist wirklich schon ziemlich reichlich und soll dafür reichen, dass wir massenhaft Apps hier drauf installieren können. Ich meine, klar, sowas wie Videos, vielleicht, denke ich mal, wird man ja nicht unbedingt sich auf so einen kleinen Display anschauen. Das Display im Übrigen, was soll man darüber noch sagen? Es ist eine absolute Augenweide. Das sieht einfach mal so geil aus. Ich meine, wenn man sich die gesamte Uhr anschaut, ich meine, ihr wisst selber, wenn man jetzt in so einen Elektronikmarkt, Großmarkt heizt und dann mal so guckt, was es da so im Angebot der Smartwatches gibt, da gibt es wirklich einen Haufen hässlichere Sachen, die wesentlich mehr Geld kosten. Also ich meine, das Ding kostet 84 Euro und wenn man das Teil hier am Armgelenk trägt und anmacht, ist es einfach mal, die sieht schon so an sich ziemlich cool aus. Ja, wir haben hier ein Stahlgehäuse, hier ein Schwarz, gut ausgearbeitet, mit irgendwas besprüht, dass es hier so geile Reflexionen gibt. Wir sehen auch, dass das Display nur einen ganz, 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 ganz schmalen schwarzen Rand hat. Also das Verhältnis zwischen Display und dem Gehäuse, das ist auch ganz fantastisch. Ne? Das sieht echt cool aus, das sieht modern aus. Also mir gefällt die Uhr auf jeden Fall. Da ist ein erster Eindruck, ist positiv. Wenn ihr euch das genauer anschauen wollt, ihr findet die Links unten wie immer in der Videobeschreibung. Ich werde euch da mal ein paar Angebote raussuchen, wo es am günstigsten ist und wo es das überall gibt und bla bla bla. Ihr wisst ja, wie das abläuft. Und das soll es erstmal gewesen sein für heute mit der Domino 368. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn euch das kleine Unboxing gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und auch das Review hier mochtet, dann könnt ihr dann auch abonnieren. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.